Freunde, heute mache ich wieder ein Steak und zwar ein Steak aus der Rinderhüfte. Aber nicht nur so einfach, sondern ich schneide ein kleines Täschlein rein und fülle das, ja, wie wenn man so will. Na? Die Zutaten sind ein Rindersteak, 250 Gramm aus der Hüfte. Für die Füllung ein Bergkäse und gekochter Hinterschinken. Dazu mache ich eine Mischung aus verschiedenen Pilzen. Und Knoblauch und eine Schalotte brauche ich. Ich brauche Salz, drei verschiedene Sorten Pfeffer, grün, rot und schwarz. Wobei rot kein Pfeffer ist, sondern eine Beere. Ja, etwas Olivenöl zum Anbraten und das war's dann auch schon. Meine Mischpilze bestehen aus weißen Champignons, braunen Champignons, Austernpilze und schneide da überall ein bisschen den trockenen Stängel ab. Die Pilze werden in grobe Stücken geschnitten. Und jetzt schneide ich in das Steak eine Tasche. Und zwar passe ich auf, dass ich da nicht durchschneide. Das hätte nämlich zur Folge, dass das alles rausläuft, was ich da reinmache, zumindest der Käse. So, hier sieht man wunderschön jetzt die Tasche. Und da werde ich auch schon mal etwas Salz reingeben. Nicht zu viel, weil der Schinken kommt auch mit Salz daher. Und jetzt stopfe ich den hier rein. Das ist also eine halbe Scheibe. Und vom Käse werde ich auch nicht eine ganze verwerten können, also auch eine halbe Scheibe. Und verschließe diese Öffnung. Kommt von außen Salz drauf. Die Pfanne ist aufgestellt. Jetzt kommt hier etwas Olivenöl rein. Und das Steak. Der Ofen ist vorgeheizt auf 70 Grad und sobald die beiden Seiten angebraten sind, kommt dieses Steak Cordon Bleu in den Ofen. Auch die zweite Seite ist jetzt für 2 Minuten scharf angebraten und jetzt kommt das in den Ofen. In die Pfanne gebe ich jetzt die Zwiebel, respektive die Schalotte und den Knoblauch. Noch etwas Öl dazu. Reduziere jetzt die Hitze. Und gebe jetzt meine gemischten Pilze drauf. Salz. Und Pfeffer. In dem Fall ist das jetzt schwarzer.
In der Zwischenzeit bereite ich mir meine Pfefferkruste vor. Dazu nehme ich den grünen Pfeffer. Und wie gesagt, die roten Beeren, roten Pfeffer gibt es nicht. Und von dem Kubebenpfeffer nehme ich auch ein paar dazu. Und jetzt wird das schön gemörsert. So, 20 Minuten später ist mein Steak fertig und ich werde es anschneiden. Natürlich in der Mitte. Innen ist es medium rare. Jetzt kommt von meinem gestoßenen Pfeffer etwas drüber. Viel Spaß beim Nachkochen und mir wie immer einen guten Appetit.